Weil wir haben eh so viel Blut geplündert. Wir haben eh so viel Quatsch. So. Handstaubsauger, Staubsauger, das ist. Schweißbrenner, das könnte. Electric Kit, das könnten wir eigentlich brauchen. Aber ich möchte gerne wissen. Zeitliche Flutlichter, Bio-Scheinwerfer. Knallpistole, was haben wir da alles? Was haben wir da eigentlich alles? Okay. Ja, Treibstoff. Nee, das ist, was ist das? Impulsermittler. Es handelt sich hierbei nicht um ein schlechtes Wort, sondern um ein sorgsames kalibriertes Gerät, das pro Sekunde 1000 elektromagnetische Impulse in zufälligen Intervallen ausstößen kann. Dieser Generator erschwert es vielen organischen und elektroorganischen Wesen, sich mit Ausdruck festzugauen oder es zu beschädigen. Hey, das ist gut. Das hört sich gut an. Das ist gut, das hört sich gut an. Und ich glaube, wir nehmen das den Elektro-Kit. Und dann glaube ich so den Ankara, den Schweißbrenner kennen wir nicht. Was können wir da sonst noch machen? Oh, ich glaube, das können wir auch brauchen, oder? Ein bisschen mehr Licht. Kann ich die Augen wegschmelzen von anderen Leuten, was ich sehe. Ja, ein bisschen Benzin schadet auch nicht, finde ich. Ah, wir können einen, können wir noch. Ja, wir können nur den Signal-Dingsbumster. So. Wir machen einmal. Starthilfe elektrische Kit. Wir haben ein Elektrik-Kit dabei. Wir haben schon ein Elektrik-Kit. Wir brauchen Glühbirne. Der seitliche Tank, der geht. Aber ich glaube. Ich muss. Ich glaube, ich weiß schon, was ich da machen muss. Ich muss das. Wie heißt das? Ich brauche so ein Gestell wieder. Sowas. Zeitliche Stauraum verstört war. Pistolen. Wo kann ich den jetzt festnageln? Kann ich denn den festnageln jetzt? Wo gehört denn das hin? Er hat das runtergeschraubt, oder? Aha. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dass wir das machen. Den haben wir so als Reserve. Das Reserve. So. Ja, da brauchen wir den Ding da. Zeitliche Sturm nennen, wo ist denn das Gestell? Ich finde das Gestell gerade nicht. Elektrik, Primitivstahl, Tierstahl, Blatt.
Die Off-Road-Channel. Seit ich mit dem vergessenen Zahnräder glaube. Wo ist denn das? Ach so, ich muss das glaube ich erst freischalten, glaube ich. Weltliches Gestell, ich muss das erst freischalten, ich Idiot. Ich habe das noch nicht freigeschaltet. Ja, da wissen wir, was wir als nächstes machen. Ich hoffe, es ist hell, wenn wir da ankommen. My aching soul, my aching soul, na na na, my aching soul. Einklappen? Ach so, das Einklappen. So, wir fahren darüber. Dann gehen wir darüber und dann nochmal zurück. Nehme den mit. Dann gehen wir da so rüber. Ja. Wir fahren jetzt einfach gemütlich die Mission und fertig. Wenn mir zwischendurch ein Haus kommt, den nehme ich halt mit, aber ja, ich muss halt in der Nähe sein. So machen wir das jetzt. Ich glaube, das brauchen wir eh jetzt, weil wir haben jetzt ein bisschen mehr ausgegeben mit den Ressourcen. Und ich glaube, die könnten wir dann brauchen, dann irgendwann einmal. Okay, wir müssen jetzt nach rechts. Genau. Da müssen wir rüber. Bei Aching Soul? Kein Aching Soul, ne? Schade. Ich bin enttäuscht von dem Spiel. Boah, bin fast gegen Stein gefahren. Das zum Beispiel, ich glaube, das können wir mitnehmen. My aching soul, my aching soul, na na na. My aching soul, my aching soul. Ich weiß nicht, warum ich das singe. Ich weiß das selber nicht, warum. Das Lied, das ist so in mein Gehirn eingebrannt. Ich kann nichts anderes singen. Außer Wacke Wacke eh eh. Am Star Wars Outlaw. Ja, ein bisschen müssen wir noch fahren. Aber es fährt sich viel besser mit den Offroad-Reifen. So. Tschüss, gute Nacht. Komm ich da hoch? Komm da hoch, Gott sei Dank. Okay, ich hätte noch auf die Mackmaschine irgendwas machen sollen. Ich habe das nicht aufgepasst. Aber ja, das wird nicht so schlimm sein, glaube ich. Jeder hat ein paar Macken, finde ich. Auch Autos. Wir gehen darüber und ja, wir gehen jetzt eigentlich zum Ausgang jetzt. Also wir gehen zum nächsten, zu der nächsten Stelle gehen wir jetzt. Vielleicht treffen wir ein Gebäude zwischendurch. Sieht nicht so schön aus, das. Zum Beispiel das Gebäude da hinten. Hallo. Was hast denn du für ein Loot? Hey, da brauche ich so einen Impuls haben wir wieder. Und der Impuls haben wir ist tot. Er hat seine letzte Kraft gegeben,
und Loot zu geben. Also ehrenwerter Impuls haben wir, hat das Leben gegeben. Für Loot. Lang lebe unser Impuls haben wir. Ja, ich glaube, das war's wieder. Gehen wir weiter. Ich hole mir dann noch den Impuls, haben wir noch vom Auto. Okay, ich hätte wirklich erwartet, dass irgendwas passiert. Alles da rein. Oh, das ist ein Schwebeding. Ich darf nicht so weit zurückfahren. Den Entführer. Ich mag den nicht, den Entführer. Ich glaube, ich hätte die Stoßstange nach hinten geben sollen, oder? Also die, das, wo die schwerer festnageln können. Ich glaube, vorne fahre ich mehr als hinten. Also glaube ich. Ich glaube, ich muss das ändern. Schauen wir mal. Ghost on the Road spielt gerade. Das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir müssen nach rechts fahren. Ich glaube, rechts ist eine sichere Stelle als links. Wir sind, glaube ich, gut unterwegs, finde ich. Wir sind gut unterwegs. La 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 la
Ja, ein Streifen haben wir schon leer gefahren vom Benzin. Also bergauf ist ein bisschen lahmarschig. Bergauf. Wir brauchen da einen stärkeren Motor, finde ich, aber da wird sich. Oh oh, ich sehe wieder den Dings wieder. Keiner da, Gott sei Dank. Ich mag das nicht. Ich mag diese Gaswolke nicht. Das mag ich nicht. Ich finde die Gaswolke beschissen. La, wir sind bald da. Wir sind bald da. My aching soul, my aching soul, na na na, my aching. Was bist denn du? Ein Radio? Basketball? Interessant. Wir sind Radio. Ich nehme den Basketball mit. Oh, wie können wir den auch zerschneiden? Nee. Aber ich nehme den mit, den Basketball, finde ich. Der hat's verdient. Der ist so alleine draußen. Ich nehme dich mit. Kann den nur in den Händen tragen, okay. Ob ich da gleich reinwerfen muss, ob ich da reintreffen muss. Das Problem ist der Haupt. Der kommt gleich, finde ich. Einmal versuche ich noch. Fast. Einmal noch. Ja, wir müssen los. Ich sehe die Wolke hinten. Ich verplempere viel zu viel Zeit. Ich sehe die Wolke hinten. Das ist nicht gut. Aber vielleicht wird man dort ein Achievement bekommen. Vielleicht. Aber ich gehe lieber von der Gaswolke weg. Bevor die einen Abstecher zu mir macht, das ist keine gute Idee. Oh, danke. Ich kann da voll danken. Ah, der ist da hinten. Okay, wir müssen mein Auto besser packen. Ich werde da kein wertvolles Benzin verschwenden. Das müsste passen. Aber wir haben perfekt geparkt, glaube ich. Fast perfekt. Fast perfekt. Passt perfekt. Weißt du was? Ich mach's anders. Ich mach das anders. Bin ein bisschen dumm. Ich mach das so. Mal so und rein. So. So geht's auch. Ich würde das halt professioneller machen, aber ich habe versagt, dass ich das professioneller mache. Oh, ich bin angefahren. Toll. Ja, Entschuldigung. Mein Auto beschwert sich gleich wieder, weil ich so ein schlechter Autofahrer bin.
Das heißt, wir fahren da lang. Oha, was ist das für eine kleine Stelle? Okay. Oh, es ist wieder extreme Bedingungen wieder. Oh oh. Wir gehen zur Tankstelle, finde ich. Okay, ich kann da nicht wegfahren, leider. Okay, ich kann da nicht weiterfahren. Das ist schon quasi das Ende, quasi. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe, aber ja. Schade. Ganz schön viel Regen jetzt auf einmal. Weil ich wollte nicht da durchfahren, das ist mir viel zu gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Weil da ist mein Auto wieder komplett in den Arsch und dann da. So, wir gehen zur Tankstelle. Gehen einmal darüber. Okay, wir haben Taschenlampe. Das ist gut, glaube ich, die Taschenlampe. Und nach hinten. Das nächste ist da vorne. Oh, es ist schon voll. Okay, ich kann schon wegfahren. Okay. Ja, dann fahren wir gleich weg, oder? Oder ja, da fahren wir gleich weg. Damit man nicht so viel Zeit verliert. Oder? Noch weiter zurück. Ich hoffe, ich fahre nicht an hinten. Sind irgendwo angefahren hinten, ich habe keine Ahnung von wo. Alter, wo fahren wir die ganze Zeit an? Ich so ein scheiß Auto. Ja, mach mir das auf. Oh, Parking. Mach mich so, ich brauche hinten auch Licht, das ist der Wahnsinn. Ah, die müssen noch weiter zurück. Ah, ich hasse es, dass das so. Wie weit willst du noch zurück? Ich fahr lieber normal. Nicht, dass ich da komme, mein Auto nur wegen den England-Dings da komplett beschädige. Lalalalalala. Jetzt. Jetzt funktioniert es, jetzt können wir fahren. Alter, ich hasse das so sehr, dass das Auto sowas macht. Das irritiert mich so voll. Passt. Aber ich hab's versucht. Aber vielleicht ist jetzt das weg, die gefährliche Stelle jetzt.
Und ich hätte wirklich geglaubt, wir können von dem Punkt zum nächsten Punkt fahren. Aber anscheinend müssen wir es vorher freigeschaltet haben, den Weg, damit wir weiterfahren können. Das ist das, glaube ich. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Ah, da sind wieder die Touristen.